Ein spektakulärer Kursanstieg bei der Aktie von Gazprom und das in einem Marktumfeld, das ja wirklich nicht besonders einfach war die letzten Wochen. Und außerdem, Dividende bei Gazprom, die wird auch deutlich angehoben jetzt. Die war vorher schon hoch, aber in Zukunft soll da sogar noch einiges mehr drin sein für die Aktionäre. Das interessiert uns natürlich. Da wollen wir wissen, was passiert da gerade bei Gazprom. Wie interessant ist die Aktie? Wie sind da die Aussichten? Und das alles besprechen wir heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht diese Woche natürlich, welches Thema denn jetzt kommen soll, heute im Video. Weil es ist natürlich so, wenn wir uns die Börsen anschauen momentan, dann ist es ganz klar, das eine große, alles beherrschende Thema, das ist und bleibt der Handelskonflikt oder die Handelskonflikte. Wir haben ja mehrere inzwischen sogar. Und man könnte eigentlich dazu jeden Tag ein Video machen oder zu Donald Trump ein Video machen. Ob man daraus dann was lernen würde als Anleger, ist die andere Frage. Wenn man Anleger ist, ist das Thema Handelskonflikt natürlich wichtig. Man kommt nicht drum herum. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich persönlich finde das Thema langsam nervig. Es ist wichtig, gar keine Frage, aber trotzdem, man kann es irgendwie auch so langsam nicht mehr hören. Zumindest geht es mir so. Und da habe ich mich gefragt, gibt es nicht vielleicht auch was Positives, das ich heute mal behandeln kann? Also irgendeinen Lichtblick am Aktienmarkt zum Beispiel. Und den gibt es eben auch, nämlich zum Beispiel die Kursentwicklung bei der Gazprom-Aktie. Gazprom, der russische Erdgasriese, da hat sich die Aktie abgekoppelt von dieser ganzen Handelskonfliktsthematik und ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Hier haben wir den Chart von Gazprom, 5 Jahre in Euro. Die Aktie war natürlich vorher jahrelang schon eine ziemliche Enttäuschung. Es gab ja auch den Ukraine-Konflikt, das war auch eine starke Belastung. Also Gazprom hat sich jahrelang unterdurchschnittlich entwickelt. Aber letztes Jahr, 2018, was ja ein schwieriges Jahr war für Aktien so ganz allgemein, da ist Gazprom dann doch wieder ein Outperformer gewesen. Von einem niedrigen Niveau aus sicherlich, aber da ist die Aktie dann durchaus wieder leicht gestiegen in einem schlechten Umfeld und das Ganze auch in Euro. Und jetzt die letzten Wochen, also Mitte Mai, obwohl das Umfeld da ja auch wieder eher schwierig war, da gab es dann einen Kurssprung und einen Ausbruch nach oben. Und damit sind wir jetzt eigentlich auf einem neuen 4-Jahres-Hoch auch in Euro. Also jetzt gegen den allgemeinen Trend doch wieder eine sehr gute Kursentwicklung. Und das freut mich persönlich ganz besonders, denn das erste Gazprom-Video, das ich hier gemacht habe, das war Anfang Oktober 2018. Das war ein relativ langes Video, da ging es um die Bewertung, da ging es um die Dividende, da ging es um die Risiken und was wir uns sehr genau angeschaut haben, war Cashflow-Entwicklung und Cashflow-Prognosen. Sie können sich das Video ja auch nochmal ansehen nachher. Ich glaube, es ist immer noch eine ganz gute Einführung zur Gazprom-Aktie, auch wenn jetzt natürlich nicht mal alles brandaktuell ist. Was Sie auch wissen wahrscheinlich, ich persönlich, ich lehne mich nicht so gern aus dem Fenster normalerweise. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hier immer sagt, oh, super Aktie, das müssen Sie jetzt sofort kaufen. Sowas mache ich nicht gern und nicht so oft. Ich mache es in den Reports natürlich viel eher, aber jetzt nicht unbedingt hier auf YouTube. Und es ist auch in der Regel ja auch nicht immer einfach mit den verschiedenen Aktien. Aber bei Gazprom damals, da ist es wohl irgendwie mit mir durchgegangen. Und ich habe damals gesagt, ja, Gazprom ist spekulativ, ist vielleicht kein Basisinvestment, aber dass ich schon glauben würde, dass da Potenzial da sei und dass sie mit der Aktie eine Rendite erzielen würden von 50 bis 60% auf Sicht von 3 bis 5 Jahren und inklusive Dividenden. Das war ein bisschen gewagt natürlich,
Aber wenn man sich's jetzt so anschaut, mit dem Kursanstieg schon mal, also damals 4,50 €, jetzt 5,78 €, ist schon mal ein Kursgewinn von 36%. Und dann haben wir ja noch die Dividende, die ist angehoben worden auf 45,50 € pro ADR, wäre eine Dividendenrendite von knapp 8%, wenn Sie jetzt kaufen würden. Aber wenn man die Aktie schon damals gekauft hätte, dann wäre man ja auch schon bei 10% momentan im Jahr. Das heißt, ich habe in den Raum gestellt 50 bis 60% Rendite damals und das größte Stück davon haben wir eigentlich schon geschafft. Wir sind da gar nicht mehr so weit weg davon und das innerhalb von ein bisschen mehr als einem halben Jahr. Was natürlich auch mal wieder zeigt, es lohnt sich einfach, Zukunftsmärkte zu schauen. Zukunftsmärkte ist gut für Sie, Zukunftsmärkte ist potenziell gut für Ihr Geld. Und darum kann ich natürlich wieder mal nur empfehlen, dass Sie zumindest unseren Kanal schon abonnieren sollten, weil auch auf dem Kanal gibt es natürlich schon vieles an Infos, an Einschätzungen, an Analysen, was sich für Sie lohnen kann. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach anmelden beim Zukunftsmärkte-Kanal, würde mich sehr freuen. Und beim Anmelden dann am besten auch gleich die Glocke drücken, weil wenn Sie das getan haben, dann sehen Sie auch immer gleich, wenn neue Beiträge da sind, die Sie vielleicht auch interessieren können und die bekommen Sie dann auch gleich brühwarm mit. Und zurück zur Gazprom-Aktie. Also dieser Kursanstieg jetzt, der hat natürlich was zu tun mit der angekündigten Dividendenerhöhung. Und wenn Sie unser erstes Gazprom-Video hier gesehen haben, dann kommt das für Sie nicht so überraschend. Denn das haben wir damals eigentlich schon geklärt. Wir haben festgestellt, der freie Cashflow, der dürfte in den nächsten Jahren deutlich steigen. Was vielleicht überraschend war, dass diese Dividendenerhöhung schon jetzt gekommen ist, also relativ früh, die gilt ja oder bezieht sich ja schon auf das letzte Jahr 2018. Gazprom schüttet jetzt für das letzte Jahr 16,61 € aus. Das heißt, wenn man ADRs hat, sind es umgerechnet 45,5 Cent je ADR und das wäre auf den Kurs vom Freitag eine Dividendenrendite von 7,8%, was ja durchaus schon sehr hoch ist. Da ist aber noch mehr drin in Zukunft. Das hat der Finanzchef von Gazprom, Alexander Iwanikow, letzte Woche nochmal bekräftigt. Es gäbe das Ziel, dass man 50% vom Nettogewinn ausschütten wird in Zukunft und das steht immer noch im Raum und das könne man in 2 bis 3 Jahren erreichen. Und wenn man da ein bisschen nachrechnet, merkt man natürlich, da ist absolut jetzt Luft noch nach oben. Also wir haben KGV bei der Gazprom-Aktie, das liegt momentan bei 3,6 nur. Trotz des Kursanstiegs in den letzten Wochen. Die Aktie wird also gehandelt mit dem 3,6-fachen vom Nettogewinn, der erwartet wird für 2019. Damit ist der Nettogewinn 28% vom Börsenwert. Und wenn dieses Gewinnniveau gehalten wird die nächsten Jahre, bis das dann alles zum Tragen kommt mit der Ausschüttungsquote, dann hätten wir im Prinzip eine Dividendenrendite von 14% pro Jahr. Sehr theoretisch natürlich, weil Iwanikow auch gesagt hat, relevant ist in Zukunft weiterhin der Gewinn ohne nicht cashwirksame Effekte. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Bilanzgewinn hat durch die Fremdwährungen in der Bilanz, das ist da nicht relevant, das soll da nicht einfließen. Und dann muss man ja auch bedenken als Aktionär hier, man hat ja zum Beispiel einen Quellensteuerabzug, man hat die Gebühren auf die ADRs und so weiter. Aber trotzdem, das alles unberücksichtigt, ich glaube, eine Dividendenrendite von 9%, 10%, 11% in den nächsten Jahren, ich halte das absolut für möglich. Das kann man unter Umständen erzielen, auch dann, wenn man jetzt noch einsteigt. Und das wäre ja durchaus auch schon sehr attraktiv.
Was steckt dahinter, hinter dieser Dividendenerhöhung? Wir haben auf der einen Seite den russischen Staat als Hauptaktionär und der will diese hohe Ausschüttungsquote, der fordert die schon seit vielen Jahren. Und da sitzt man als Aktionär natürlich im gleichen Boot. Also bei allen Nachteilen, die man hat, dadurch, dass der Staat Gazprom kontrolliert, in dem Fall profitiert man jetzt davon bei der Dividende, weil der Staat will 50% Ausschüttungsquote haben. Und wenn das so kommt, dann hat man die eben auch als freier Aktionär. Warum war die bisher nicht so hoch, obwohl der Staat das so wollte? Gazprom hat argumentiert, wir haben immense Investitionen momentan, vor allem in die ganzen großen Pipeline-Projekte, also Nord Stream 2, Turk Stream, Power of Siberia, also diese große Pipeline nach China. Das kostet alles viel Geld momentan, aber diese Pipelines werden jetzt natürlich so langsam fertig. Also teils dieses Jahr, teils nächstes Jahr, übernächstes. Und damit gehen die Investitionen vermutlich deutlich runter die nächsten Jahre. Und das heißt sehr wahrscheinlich, dass wir einen freien Cashflow haben, der umgekehrt deutlich steigen wird. Haben wir ja alles behandelt, auch im ersten Gazprom-Video. Und so wie es momentan aussieht, tritt das jetzt eben auch ein mit einem entsprechend positiven Effekt für die Dividende und auch für den Aktienkurs. Und dementsprechend würde ich momentan sagen, dass Gazprom immer noch eine sehr interessante Aktie ist, auch auf dem aktuellen Niveau. Die Aktie ist jetzt nicht mehr so schreiend billig, wie sie vor einem halben Jahr war. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt immer noch eine gute Chance auf steigende Kurse die nächsten Jahre. Unter Schwankungen vielleicht, aber wir haben die Chance. Man kann da also immer noch einsteigen, würde ich sagen. Aber wohlgemerkt, es bleibt eine spekulative Aktie. Gazprom ist in meinen Augen eine spekulative Beimischung. Allenfalls, wenn man die Aktie überhaupt haben will, dann sollte man da vielleicht ein paar Stücke haben. Aber es sollte nicht so sein, dass ihr Depot zu stark von so einer Aktie abhängt oder am Ende vielleicht sogar ihre Altersvorsorge. Gazprom hat natürlich Qualitäten, also die Dividendenrendite, Milliardengewinne. Gazprom hat enorm hohe Vorkommen. Es gibt kein börsennotiertes Unternehmen auf der Welt, das derart hohe fossile Rohstoffreserven hätte, so wie Gazprom. Wir haben gleichzeitig natürlich einen hohen Bewertungsabschlag auf die ganze Substanz, die da ist und auch in jeder Hinsicht grundsätzlich sowieso niedrige Bewertungen. Aber dieser Bewertungsabschlag, der wird nicht verschwinden, höchstwahrscheinlich die nächsten Jahre. Wir haben das Ölpreisrisiko und das Gaspreisrisiko, das ist sowieso klar, das haben wir bei allen Unternehmen aus dem Sektor. Aber wir haben zusätzlich bei Gazprom noch als Anleger aus dem Westen ein politisches Risiko und das können wir nicht wegreden. Es ist jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger geworden mit dem Konflikt USA, Russland oder Westen mit Russland. Es kann sein auch, dass das sowieso alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist. Wir wissen es nicht am Ende, aber trotzdem das politische Risiko, es ist irgendwo immer da, wir können es nicht wegdiskutieren. Ich vertrete immer stark die Meinung, das wissen Sie, dass man Schwellenländeraktien haben sollte, dass man in Schwellenländern investiert sein sollte auch. Aber Russland ist einfach momentan Fall für sich. Man muss da einfach ein bisschen vorsichtiger sein als Anleger aus dem Westen. Man kann das nicht wegreden. Was ich auf der anderen Seite natürlich trotzdem weiß, ich weiß, dass es immer noch viele Russland-Fans gibt, Fans von Russland-Aktien und das ist natürlich hauptsächlich wegen der niedrigen Bewertungen so. Die sind einfach niedrig. Russland wäre eine Anlageregion, die ganz fantastisch wäre von den Bewertungen her und von den Perspektiven her, wenn es da nicht dieses politische Risiko gäbe, das wir eben nicht so gut einschätzen können. Und was dieses Risiko aber betrifft, dazu muss man auch eins sagen, da ist es natürlich nochmal ein starker Unterschied, ob wir da jetzt Aktien
haben von einem Staatskonzern oder Aktien, die von einem Oligarchen kontrolliert werden, der vielleicht kremlnah ist. Aber es gibt natürlich andere Aktien auch noch in Russland. Aktien von ganz normalen Unternehmen, börsennotierten Unternehmen, die nicht kremlnah sind und auf die es zum Beispiel die USA jetzt auch nicht in dem Maße abgesehen haben. Und das ist vom Risiko her schon nochmal ein Unterschied, der ganz erheblich ist, zumindest momentan. Man kann sich also als Anleger durchaus fragen, kann ich mein Risiko mit russischen Aktien vielleicht dadurch senken, dass ich in Aktien investiere, die da eben nicht voll im Schussfeld stehen, von der politischen Thematik her und von der Sanktionsthematik. Und solche Aktien aus Russland, die stellen wir Ihnen nächste Woche vor im Zukunftsmärkte-Report. Also Aktien von ganz normalen russischen Unternehmen, wo das Einzelaktienrisiko von neuen westlichen Sanktionen einfach geringer ist, weil sie nicht unter Staatseinfluss stehen oder nicht unter dem Einfluss von staatsnahen Oligarchen. Solche Aktien gibt's. Politisch unbelastete Aktien sozusagen, und damit kann man sein politisches Risiko in Russland halbwegs senken, zumindest halbwegs. Und die stellen wir Ihnen nächste Woche vor, solche Aktien, ein paar zumindest. Wenn Sie die Reports jetzt schon lesen und jetzt schon kriegen, müssen Sie nichts tun. Die kommt natürlich automatisch. Wenn Sie die noch nicht kriegen, dann sollten Sie sich jetzt schon schnell anmelden, weil nächste Woche kommt dann ja die Russland-Ausgabe bereits. Und der Zukunftsmärkte-Report, der ist und bleibt natürlich kostenlos. Was Sie machen müssen, ist sich einmal registrieren auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier aber auch nochmal unter dem Beitrag. Und was Sie jetzt hoffentlich schon sehen, Chancen gibt es immer irgendwo. Wir halten Sie da natürlich gerade, was die Emerging Markets betrifft, auch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Sie können ja bis dahin noch ein paar ältere Videos anschauen von uns. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, einstweilen viel Erfolg mit Ihren Aktien, mit Ihren Investments, und danke wie immer fürs Zuschauen.